herzlich willkommen. Wir machen weiter mit der Finsternis in Tristra mit unserer Hardcore-Zauberin. Mittlerweile Level 12 und hier geht's in die Kammer der Knochen. Das schauen wir uns natürlich an. Kommt schon ein Skelettkriecher. Alles klar. Das ist natürlich schon. Oh ja. Da muss man echt aufpassen, wo man hier hintritt. Horror-Bogenschützen. Horror-Hauptmänner. Gehen wir hier rein. Ah, das war gar nicht gut. Hier gibt es nämlich so Stufe 13. Da geht es dann schon ab. Da machen wir unsere Diamantwort an. Das kann hier nicht schaden. Bei den Massen an Skeletten. Da kommt doch bestimmt da unten irgendein Boss oder sowas, oder wette ich da was. Okay, den haben wir noch. Okay. So. Da geht's nicht weiter, schade. Sah an einem Tor aus, das man hätte öffnen können. Was ist denn hier? Ich muss hier unten das bedienen, hier habe ich den von der falschen Seite angegriffen, die ganze Horde hier. Okay, jetzt nach oben. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und, ja. Da gibt es gar keinen Boss. Gibt es das denn auch? Nicht, gar nicht, muss da irgendwo anders sein. Habt ihr das gesehen? Da hinten, ja. Das ist natürlich übel, wenn man hier so eine Zweikwand, die kommt von rechts und links. Das ist nicht gut. Na, natürlich machbar. Jetzt machen wir die hier. Ich gehe jetzt mal hier rein. Okay, das haben wir erledigt. Jetzt gehen wir nach oben. Da kommen sie auch schon. Ja, das war's. War jetzt nicht so spektakulär. Muss ja auch nicht immer. Auf jeden Fall muss ich mal darauf achten, auf den Kettenblitz, der da ausgelöst wird. Ja, ich weiß, ich kann es hier auch drehen. Ganz toll. Okay, dann wollen wir mal zurück. Ebene 6. Da haben wir auf einmal noch Ebenen vor uns, ne? Damit ist ein Drittel. Ja, 18 Ebenen insgesamt. Und da unten geht es bei. Ah ja, genau, unten hier runter. Da ist der Durchgang zu 7. Da laufen wir so rum. Ich habe schon wieder fast vergessen, wo der ist. Also, bin ganz da hochgelaufen. Ich denke mir, der ist hier unten. Ja klar, okay. So. Wie immer Ausrüstung checken, Inventar. Handschuhe, Schild, Apex-Narbe. Da, das ist doch nicht schlecht. Dann nehmen wir die hier. Und ansonsten habe ich eigentlich viele Waffen. Ja, das ist schon viel, ne? Fertigkeiten, also okay, Begleiter. Ja, na ja, gut. Ich gehe erstmal schnell in die Stadt und den ganzen Mist verkaufen. Und dann geht's weiter. Wir haben uns ja schon ausgerüstet. Das heißt, wir müssen nur noch hier zu unserem Händler. Das ist doch schon, wieder einiges eingesammelt in der Brücke fahren, ey. Das können wir alles weghauen. Auch okay, so viel dazu, und dann geht es weiter mit der Ebene 7. Da geht es nicht weiter, aber da okay. Dann müssen wir hier hoch. Ja, jetzt fängt es langsam an. Auch mal den
Kack noch schwieriger zu werden. Mit diesen Säurebiestern, die mir sehr doch schon Schaden machen. Da bin ich jetzt gar nicht mal so immun dagegen. Da haben wir gar nichts. Und hier hinten. Da geht's weiter. Da haben wir jetzt eine kleine Platte, die nichts bringt. Hier unten ist nichts. Okay, können wir uns nach oben vorarbeiten. Unser Fässer. Und da haben wir Dämonen. Vasen, Blutstein, okay. Also los. Das dürfte wohl auch wieder eine Ziege sein. Ja. So, 14 erreicht. Das sollte ja mal auf. Kann natürlich auch mal sagen, wenn er aus so einem Fass oder so einem Holzsack ins Skelett kommt. Da muss man dann auch schon mal aufpassen. Und hier ist der Weg richtig. Ah ja. Das nehmen wir mit. Jetzt wollen wir sagen, der Weg ist richtig schön vorgegeben, aber wir sehen es hier. Da geht es nach rechts, da geht es nach links. Und da wollen wir erstmal hier lang. Da haben wir ein Skelett. Ach ja. Das ist hier das Blinden, genau. Das hier Buch der Blinden, genau, das ziehen wir uns jetzt rein. Ich kann sehen, was niemand kann. Milchiger Blick, kein Auge dann. Wenn sie sich umdrehen, sind sie fort. Ihr heimlich Lied flüstert der Ort. Dann seht auch ihr, was nicht sein darf, wo Licht sein soll, der Schatten warf. Aus Dunkel wählt wie ein Berserker, unten in der blinden Kerker. Na, also los, dann wollen wir uns das mal hier geben in den Hallen der Blinden. Da geht's dann nur nach Lichtradius, also der Radius, den wir hier selber erzeugen. Hier müssen wir hier laufen. Da ist gar nichts. Ging es gerade ganz schön ab. So, da ist nichts. Weiter. Und hier oben. Da ist natürlich blöd, wenn ein Boss kommt. Da mal den nächsten. Die haben aber auch nicht viel Leben. Tauchen zwar so nichts auf. Die können sich unsichtbar machen. Aber die haben nicht viel Leben. Wenn man die mal gescheit trifft, dann ist es rum. So, haben wir mehr unsere Ziel hier automatisch auf die Gegner. Und genau dazu sagen. Ich kann natürlich mit L1 und L2 noch. Ne? L2 können wir anvisieren. Das ist ja fast gar nicht nötig. Alpha. So, die Hallen sind natürlich jetzt. Ah ja, das ist die Kiste, das ist schon mal schön. Das soll eine prächtige Truhe sein, als Belohnung. Ja. Ich bin da einmal am Hochzipfel da hier. Okay. Das war auf jeden Fall prächtig. Das war auf jeden Fall prächtig. Okay. Wir laufen weiter. Da haben wir den nächsten.
Soll ich den? Ich würde alles einpacken. Da packen wir wirklich alles ein. Wahnsinn. Die tauchen euch da so nichts auf. Da muss man wirklich aufpassen. So, und da hinten ist. Okay, ist Ende. Und dann wollen wir mal nach vorne laufen. Da rein, hier runter. So lang. Das haben wir ja alles erkundet. Und das war's. Sieht fast so aus. Da haben wir noch welche. Man möchte natürlich auch keinen zurücklassen, ne? Von den Viechern. Und die prächtige Truhe haben wir auf jeden Fall einkassiert. Das war gut. Was wir dafür erst gekriegt haben, das sehen wir dann noch. Das checken wir auf jeden Fall dann. So, sind wir wieder auf Ebene 7. Okay. Ein Stein. Besonders hell ist es hier aber auch. Na doch, ja, jetzt wird es langsam wieder hell. Ich würde schon sagen, so besonders hell ist es da gar nicht. Okay. Fässer. Und hier. Säurebiester. Die Säurebiester, die machen mit. Können echt zum Problem werden, wenn man nicht aufpasst. Das ist der. Oh! Nachtflügel, der kalte. Der hat aber jetzt noch ganz schön ausgeteilt. So, wir gehen hier runter. Na, es war mehr Säurebiester. Die sind nicht angenehm. Und diese Lehmmänner. Die kenne ich noch im zweiten Teil, glaube ich. Die sind unbedingt. Ja, die freundlichsten. Die können auch gut reinhauen. So. Da haben wir Heiltrank. Da geht's weiter. Was haben wir da oben? Oh ja, da ist größere. Ich habe jetzt was eingepackt. Oh, ich habe auch so ein Item eingepackt. Alles gut, wir haben ja alles und da geht's nach 8. Okay. Okay, das hier wollen wir mal schauen. Gletschernadel wollen wir nicht. Was haben wir da noch anzubieten? Jetzt habe ich es weggeklickt. Schockimpuls, Spektralklinge. Hier haben wir gar nichts. Kristallhülle ist natürlich nicht schlecht. Und hier, ja, Eisrüstung. Jetzt wollen wir noch das Inventar anschauen. Da haben wir gar nichts. Da haben wir überhaupt nichts Gutes. Und für meinen Begleiter sieht es auch wie immer mau aus. Diamanthaut. Okay. Ich wollte das hier ausprobieren. Ne? Das hier. Nein, das ist kein. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann lieber so. Genau. Viel besser, als habe ich die vergessen, da unten nachzuschauen, ob da was ist. Na egal. Hier geht's weiter. Kommen schon die ersten. Ja, Magma-Dämonen jetzt. Die großen hier. Da hinten, da gehen wir jetzt gleich hin. Kisten. Dann noch Gold vergessen mitzunehmen. Sehr cool, okay. Dann nehmen wir das hier noch mit. So, da, okay. Dann gehen wir jetzt nach oben. Da geht's rum. Und hier hinten. Ne, ich sehe schon, da geht's auch wieder zu irgendeinem
Speziallevel, so wie es aussieht. Und hier. So. Dann nehmen wir mal das kaputt, was hier rumliegt. Motor für lange, der ist aber auch nicht ohne. Ja gut, dann machen wir mal weiter, ne? Keine Ahnung, was der Typ war. Aber erschien. Ja, jetzt das Ende. Alles klar, dann wollen wir mal in die andere Richtung. Der scheint auch recht groß zu sein, der Dungeon. Da haben wir spezielle Türen. Blutstein. Ah. Jetzt haben wir auch was in der Brust heute bekommen. Was soll der Biester? Wie gesagt, nicht der Bringer, ne? Da unten. Ich geh jetzt mal hier rein. Die mich tatsächlich gerade. Ich werde noch mächtiger. 15. Okay. Nicht schlecht. Taub. Ich will da unten. Na, da unten. Wollte doch schauen. Da geht es doch bestimmt zum Ende. Da will ich jetzt noch gar nicht hin. Das Stück da oben will ich mir noch anschauen. Was das da für eine Ecke ist. Da haben wir noch mal Blutstein. Okay. Und das so ihre Bestien. Ich höre, wenn hier der Ausgang ist. Ne, das ist Ruhe. Cool, das ist Ruhe. Man muss halt auch wirklich nur so kleine Wege laufen. Und sagt, ne, ist egal, brauche ich nicht. Dann sagt, hat man hier ja, eine Kiste, eine Truhe gefunden. Diese Blutsteine sind ganz schön trocken. Das war gar nichts. Und geht's hier hin? Boah, das ist alles so verwinkelt, ne? Das heißt, wir müssen jetzt nach oben rechts laufen. Und dann auch nach unten. Plattes Vieh hier. Wahnsinn, wie verwinkelt das Ganze hier ist. Jetzt schließt es auch mit dem unteren Teil zusammen oder schließt ab. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Sieht sogar fast so aus, als ob das zusammengehört, ja. Nicht schlecht. Die sind ganz schön hartnäckig hier. Habe ich schon erwähnt. Da muss man echt aufpassen. Oh ja, ja, ja. Da haben wir ein Bossmonster. Jetzt haben wir gleich. Und die hier haben wir auch noch weg. Da haben wir Gold für. Da haben wir noch was. Nicht schlecht, dass es hier irgendwie so zusammengeht. Ich habe mir einen großen Weg gespart. Genau. Und. Ah ja. Da war noch ein Bossmonster. Okay. Also. Und der Ausgang, der ist natürlich ganz oben.
der ist hier. Da geht's nämlich da oben links weiter. Das, was wir genau nicht gelaufen sind, das Stück. Dort ist der Ausgang. Und somit haben wir ja auch wieder alles komplett. Genau. Da geht's im nächsten Teil weiter. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Im nächsten Teil geht es selbstverständlich weiter. Hat es euch gefallen, dann lasst einen Daumen da. Kommentiert das Video oder wenn ihr keinen weiteren Teil verpassen wollt, abonniert uns einfach. Wir freuen uns darüber. So, und dann verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Videos. Macht's gut, bis bald.